So, bevor ich jetzt den nächsten Ausraster hier bekomme, weil ich nämlich schon wieder richtig geladen bin, weil dieser Scheiß hier wieder nicht so funktioniert, wie es sein sollte. Hi. Willkommen auf meinem Kanal. Vorab vielen lieben Dank für neue... Diese Kameraeinstellung ist aber heute sehr, sehr schrecklich, muss ich sagen. Vielen Dank für die neuen Abonnenten, die ich bekommen habe. Das freut mich immer wieder sehr, wenn ich neue Abonnenten dazu bekomme. Das heißt, meine Videos sind ja gar nicht mal so uninteressant, wie ich mal denke. Ja, wenn ihr diesen Kanal abonniert, dann seid ihr herzlich dazu eingeladen, mir einen schönen Kommentar dazulassen. Ich muss dieses Scheißteil ständig drehen, das ist ja... Ihr seid dazu eingeladen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, einen lieben netten Kommentar unter mein Video zu schreiben, am besten unter mein neuestes Video. Dann kann ich euch nämlich in Zukunft in meinen Videos vorstellen, euer Kanalname hier einblenden, mich bei euch persönlich bedanken. Macht das, ihr werdet es nicht bereuen. Hallo, wir haben es jetzt Pöttl nach 5, es ist stockdunkel draußen. Diesmal ein bisschen ungewohntere Umgebung. Ich bin mal wieder anders unterwegs. Also ich bin immer noch in meinem Zimmer, aber ich sitze auf meinem Bett. Oh. Was machen wir heute? Was machen wir heute? Das ist die gute Frage. Also wie ihr dem Videotitel entnehmen könnt, bin ich sozusagen auf einen Scammer gestoßen. Ich weiß gar nicht, wie ich das Ganze so richtig erklären soll. Ich benutze Tinder, weil ich bin schon seit über 2 Jahren Single und ich bin hoffnungslos verloren in dieser Single-Welt. Also wenn es da draußen jemanden gibt, der sich für mich interessiert, hi, meldet dich bei mir. Und abonniere am besten auch diesen Kanal, das würde mich wirklich sehr freuen. Nee. Nein, also ich bin auf Tinder unterwegs. Das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist. Werde ich auf jeden Fall mal einen Screenshot einblenden. Vor einiger Zeit hatte ich ein Match mit einem, mit einem etwas athletischen jungen Mann, würde ich ihn jetzt mal beschreiben. Der hat geschrieben. Also ich weiß auch gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Das ist alles so ein bisschen wirrwarr. Ich versuche gerade den Anfang zu finden, weil ich plane meine Videos so einigermaßen, aber ich mache das meistens spontan. Ich schreibe nichts auf. Und das Ding ist, der hat mir auf jeden Fall geschrieben. Also ich habe den geliked. Ich weiß auch gar nicht, warum ich den geliked habe, weil das Ding ist, der ist eigentlich gar nicht mein Typ, weil ich habe eigentlich einen anderen Geschmack als das, was ich geliked habe. Aber keine Ahnung, manchmal denkt man sich so, ja komm, man probiert es einfach mal, auch wenn es nicht so der Typ ist oder der Typ entspricht, der eigentlich, auf den man steht. Naja, auf jeden Fall habe ich den ein Like gegeben und das war halt dann halt auch direkt ein Match. Bei mir relativ selten passiert, leider. Aber diesmal war es ein Match. Und dieser Typ hat mir relativ dann auch relativ schnell geschrieben. Und ich glaube, das war innerhalb von nur nicht mal 5 Minuten, glaube ich. 3, 4 Minuten. Auf jeden Fall hat er mir sehr, sehr schnell geschrieben. Und wir haben auch tatsächlich nicht viel geschrieben, nur so ein paar Sätze. Und der wollte dann halt auch direkt mit mir woanders chatten und mit mir mehr chatten und was weiß ich. Und der hat dann angeboten, ja, wir können ja auf WhatsApp oder auf Telegram umsteigen. Und das war mir schon so ein bisschen suspekt, weil normalerweise mache ich das nicht. Ich meine, ich freue mich, wenn sich jemand so sehr für mich interessiert und das auch relativ schnell, aber ich mag das nicht, direkt meine Nummer rauszugeben. Also ich wollte das erstmal nicht und ich will das auch bei keinem. Wenn man sich ein bisschen besser kennt, ein bisschen geschrieben hat, dann ist das für mich okay. Und ja, aber ich habe dann halt einfach gedacht, na gut, okay, ich war da schon so ein bisschen skeptisch, aber dann habe ich mir gedacht, na gut, den Typ kenne ich nicht und den werde ich bestimmt auch meine WhatsApp-Nummer nicht geben, also gebe ich ihm mein Telegram. Telegram benutze ich nur für sowas, also für, Und dann habe ich ihm auf jeden Fall meinen Telegram-Namen, ich weiß nicht, habe ich ihm auf jeden Fall gegeben und dann hat er mir relativ schnell geschrieben. Das Ding ist, ich würde euch ja jetzt gerne ein Foto von seinem Profil schicken und alles drum und dran, beziehungsweise zeigen und auch was wir alles so auf Tinder geschrieben haben, aber das Problem ist, ich bin ein bisschen late. Das heißt, er hat auf Tinder schon das Match aufgelöst. Also wir waren da vielleicht eine Woche vermatcht oder so und dann hat er da tatsächlich das Match aufgelöst. Das heißt, ich habe diesen Chat leider nicht mehr, sonst hätte ich ihn euch gerne eingeblendet und euch schon mal gerne vorgewarnt. Aber das geht leider nicht, aber zumindest schreibt er mir noch auf Telegram.
Und in diesem Video geht es ja um Scammer. Was sind Scammer eigentlich? Also ich bin jetzt hier gerade an meinem alten Handy. Ich filme übrigens gerade mit meinem neuen Handy, was ich ja beim letzten Mal ausgepackt habe. Das heißt, das hier ist einfach nur mein altes Handy, was ich noch benutze, um Musik zu hören. Habe ich das Ganze hier benutzt in der Mische. Ich werde euch jetzt einfach mal die ganzen Screenshots, also ich werde Screenshots davon machen und werde es euch einfügen. Das ist einfach leichter, um das Ganze zu verfolgen als anders. Und ja, er hat mir auf jeden Fall dann auch am Anfang sehr, sehr viel geschrieben. Ach, ich muss erst mal gucken, wann haben wir denn überhaupt angefangen zu schreiben? 1. November. Also ich glaube, wir hatten am 1. November oder mir einen Tag vorher, ich weiß nicht, erst November oder einen Tag vorher hatten wir das Match und dann ging es ja relativ schnell. Informationen, die ich euch schon mal geben kann, die auch auf Tinder standen, ist, dass er 32 ist, er ist Skorpion, er wohnt in Frankfurt am Main, er ist angeblich Banker und er kommt angeblich aus England und kann nur Englisch sprechen bzw. Englisch schreiben. Das stand zumindest so, war das bei Tinder so einsehbar, ersichtlich, sagt man das? Ja. Auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen geschrieben und der hat mir eigentlich auch relativ viel geschrieben und ich habe ihm auch am Anfang ziemlich schnell zurückgeantwortet. Warum auch immer, keine Ahnung. Ich habe nicht so viele Hobbys aktuell. Im November ist sowieso mein Hassmonat. Ich hasse November. Und dann habe ich ihm auch relativ schnell geantwortet und das waren halt einfach so kleine Dinge, die wir geschrieben haben. Also nicht wirklich viel. Das war meistens einfach nur, hey, wie geht's und ne, all so ein Kram, ne. Ich war sowieso schon so ein bisschen skeptisch, ne, weil ich meine, nur Englisch sprechen, Frankfurt am Main, Banker und dann auch so ein muskulöser Typ und keine Ahnung, was ist das, war für mich schon gar nicht mal so, ne. Ich will ja nicht sagen, dass ich für so Männer uninteressant bin, zumindest hoffe ich es nicht. Hi. Aber das Ding ist, dass mich das halt einfach auch so ein bisschen gewundert hat, dass da so, ja, dass da dann doch so viel kam und auch so schnell. Naja, auf jeden Fall das erste, wo ich ein bisschen skeptisch war, ist zum Beispiel, dass er mir ein Bild geschickt hat und er würde da mal gucken. Ich blende es euch ein, aber hier. Das habe ich übrigens auch geguckt. Und deswegen, also ich meine, ich weiß, dass das da mal ist. Ich kenne nämlich diese Szene, wo die Mutter von diesem Gehörlosen bei der Polizei sitzt. Und er hat mir auf jeden Fall ein Bild davon geschickt, dass er das schauen würde. Ja, und schön und gut, aber um euch nicht zu verwirren, werde ich das Ganze jetzt ein bisschen skippen. Das Komische ist, dass er mir dann, ja, das Datum kann man jetzt natürlich nicht sehen, das war aber auch der 1. November. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, wenn ich mich ganz schnell beeile. Ach Mist. Egal, aber es war auf jeden Fall auch am gleichen Tag, da hat er mir nochmal dasselbe Foto geschickt und er würde da mal gucken. Und ich meine, das war für mich schon so ein bisschen so, hä, ich sehe gerade, das war gar nicht mal einen Tag später. Das war sogar am selben Tag, ich glaube, nicht mal anderthalb Stunden später. Ha, genau. Ja, jetzt habe ich mich vertan. Ach, scheiße. Auf jeden Fall hat er mir anderthalb Stunden später hat er mir dann halt ein Bild geschickt. Und nochmal das gleiche Bild. Also hier, wie ihr seht, ja, sieht man so schlecht, ich weiß. hat er mir auf jeden Fall nochmal das gleiche Bild geschickt. Also genau das gleiche, genau die gleiche Szene. Und er würde den Film gucken, was weiß ich. Und er hat mich vorher schon gefragt, ob ich diesen Film kenne und wie ich ihn finde. Film? Ob ich ihn kenne und wie ich ihn finde. Und dann hat er mir das gleich nochmal geschrieben. Ich war schon so, hä, das war schon richtig mega komisch. Einen Tag später hat er mir nochmal das gleiche Bild geschickt. Hier. Das war der 2. November. Das gleiche Bild nochmal geschickt und hat gesagt, er würde das gucken und wie ich das finden würde. Und da war ich schon so, hä? Irgendwie ist der vielleicht ein bisschen Pilo oder was geht bei dem ab? Auf jeden Fall, da hat mich das schon so ein bisschen genervt, so, weil ich bin ja nicht dumm und warum schickt er mir innerhalb von 2 Tagen dreimal das gleiche Bild und sagt, ja, er würde irgendwie damals gucken und was weiß ich was, keine Ahnung. Das fand ich schon irgendwie so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, das ist schon sehr komisch. Naja, auf jeden Fall in der Zwischenzeit hat er mich dann halt auch gefragt, ja, auf jeden Fall hat er mich dann auch gefragt, das war auch noch am 1. November, ob wir nicht vielleicht Bilder austauschen wollen und ne, dass wir uns gegenseitig Bilder schicken. Und ich habe da halt so ein bisschen Schiss, weil ich habe schon so das Gefühl gehabt, irgendwas stimmt mit denen. Das kann irgendwas ist da faul. Und dann habe ich dem auf jeden Fall ein Bild geschickt, was ich da irgendwie auf meinem Handy noch gefunden habe, auf meinem alten, was ich meiner Schwester geschickt habe, um es zu bearbeiten. Ich hatte kein anderes Foto. Das habe ich dem geschickt und dann hat er auf jeden Fall geschrieben, ob ich böse wäre. Und dann habe ich halt so auch Spaß geschrieben, ich versuche einfach nur sexy zu sein. Und dann hat er gesagt, ich würde ja böse gucken und nicht sexy. Und also im Prinzip, ich bin ja nicht so kleinlich eigentlich. Aber der hat mich da irgendwie schon so ein bisschen beleidigt. Also er sagte, ich würde ja nicht sexy gucken, sondern ich würde böse gucken oder sauer gucken oder sowas. Und dann schickte er mir diese Nachricht.
This is what we call sexy, haha. Also das heißt so, ne, das, was ich mache, ist nicht sexy und die Fotos, die er macht, sind sexy, weil er halt so einen Traumkörper hat, keine Ahnung, was weiß ich was. Ach ja, und dann ging es einfach mal nur so weiter mit, es ist immer das Gleiche, was ich mache, wie es mir geht, was ich gegessen habe. Also er hat mich mal gefragt, was ich für Musik mögen würde und keine Ahnung. Ja, schickt er mir hier ganz viele Bilder, wie er ja angeblich aussehen würde. Und man muss ja schon sagen, das ist ja schon so ein bisschen verdächtig, weil ich meine, die Sachen, die ich euch vorher erzählt habe, wirken ja schon sehr verlockend. Und dann kommt da noch so ein Typ, der so gut aussieht, da kann ja auch irgendwie was nicht stimmen. Also ich will ja nicht behaupten, dass ich hier irgendwas behaupte, was nicht stimmt. Aber, sorry, man kann mir ja nicht erzählen, dass das kein Scammer ist, weil das Ding ist halt auch einfach, erstmal kommt das alles, das ist dreimal das gleiche Bild. Dann schickt er mir irgendwelche sexy Fotos von sich, von so einem gut aussehenden Typen. Dann natürlich das, was er so auf Tinder geschrieben hat. Er ist Banker und Frankfurt am Main und sonst irgendwas, keine Ahnung was. Und immer nur die gleichen Sachen fragen. Ja, und dann hat er mich auch gefragt, was ich Musik mögen würde und sowas. Und ich habe nur so gedacht, oh mein Gott, ich sag dem lieber nicht, was für Musik ich höre und dass ich Madonna mag und so, weil ich hatte schon so voll Angst vor dem Foto. Ich habe dem ja ein Foto von mir geschickt und habe ich gedacht, oh Gott, nachher landet das irgendwo auf irgendeinem Profil und nachher verarscht jemand mit meinem Gesicht andere Leute. Ne? Also falls das so ist, ich bin es nicht. Ne? Hi, ich bin unschuldig. Und da habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott, nachher benutzt er das Foto und damit Schandluder zu betreiben. Das, was mich dann so ein bisschen auch skeptisch gemacht hat, das kam dann auch tatsächlich am 4. November, schickt er mir irgendwie so einen Link. Und er meinte, er würde irgend sowas machen, damit sollte man sich registrieren. Und dann, ich habe das nicht so gecheckt, was der von mir will, keine Ahnung. Da muss man sich registrieren und da kann man irgendwie viel Geld gewinnen, viel Geld machen, investieren, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich stelle es mir irgendwie so vor, wie so ein, wie heißt es denn, wie so ein, wenn man doch irgendwie so einen Firmenanteil kauft, kann man doch bei jeder Bank irgendwie machen und da kriegt man doch Gewinn oder Verlust, wisst ihr, was ich meine? Ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, aber auf jeden Fall, ja, das meine ich damit. So habe ich mir das vorgestellt, auf jeden Fall hat er mir diesen Link geschickt und ich war auch schon vorher mit meiner Mama, mit meiner Mutter im Gespräch und habe das alles erzählt und auch gezeigt und sie hat gemeint, das wäre ein Scammer. Ach, ich bin jetzt auch voll der Scammer-Detektiv, ich fühle mich hier irgendwie so voll wie bei so einer verdeckten Ermittlung, als wäre ich so voll der Detektiv, als wäre ich so, keine Ahnung, so Lara Croft drin, so, keine Ahnung. Auf jeden Fall fand ich das schon voll komisch und meine Mama hat schon gemeint, geh da nicht drauf und die hat auch schon gemeint, das ist ein Scammer und die Erfahrung hatte sie auch und die hat auch schon mit jemandem geschrieben und sie sollte ihm Geld schicken und ach, all so ein Kram. Ich halte das jetzt mal ziemlich kurz. Naja, auf jeden Fall hat er mir das irgendwie, hat er mir das erklärt, was das für ein Scheiß wäre, keine Ahnung. Und ich soll mich da mit meiner eigenen E-Mail-Adresse, soll ich mich da anloggen und soll ihm Bescheid sagen, wenn ich es getan habe, damit er mir helfen kann. Ich dachte nur so, nein, das mache ich jetzt nicht. Ich werde auch bestimmt mit meiner E-Mail-Adresse und mich da anmelden, auch wenn ich natürlich neugierig bin, was das für ein Link ist. Aber ich habe keinen Bock auf Viren, ich habe keinen Bock auf Spionageakt, ich habe keinen Bock verarscht zu werden. Nachher wird mir das ganze Geld abgezogen oder sonst irgendwas. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Hat er ja auch gesagt, dass er angeblich, wo ist das denn, wartet mal. Der hat mir ganz, ganz komische Sachen geschrieben. Er würde an seinem Lieblingsort sitzen. Wenn ich da innerhalb von 10 Minuten nicht antworte, schreibt er mir immer, ob ich beschäftigt wäre. Das geht mir so richtig auf die Nerven. Was mein Lieblingsort wäre und ich habe das überhaupt nicht so verstanden. Also er hat mir geschrieben, er sitzt an seinem Lieblingsort. Und ich habe halt geschrieben, was ist denn dein Lieblingsort? Und er meint, at my mom belly. Very great English. Zero. Und ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was der meint, at my mom belly, hä? Also so auf dem Bauch meiner Mutter. Ich dann so, okay, gut, mein Lieblingsort ist nicht der Bauch meiner Mutter. Entschuldigung, Mama, aber nein. Und das ist nicht lustig, ich vermisse meine Mutter. Also ich versuche das. Ich sag das jetzt auf Deutsch, also er hat das ja auf Englisch geschrieben, aber kein Bock, das jetzt so, ne? Und dann fing es ja richtig an, genau. Dann fing es richtig an mit, er würde sie vermissen, er hat sie ja schon seit 3 Jahren nicht mehr gesehen. Und genau, der hätte ja irgendwie, ich blende euch das mal ein, was er mir erzählt hat. Das ist einfach mega weird, mega komisch, irgendwie was von wegen, der hätte irgendwie, was weiß ich, Depressionen gehabt und keine Ahnung was und wollte sich das Leben nehmen, weil er nämlich irgendwie in England,
weil er in England nämlich, dem sein Ex-Freund hat ihn angeblich verarscht in seiner Heimat in England und hätte ihm angeblich gefilmt, wie er nackt in der Badewanne, er hätte sich selber gefilmt, wie er nackt in der Badewanne liegen würde und hätte ihm das geschickt und daraufhin hätte ihn verarscht und hätte das im Internet veröffentlicht und sonst irgendwas und das hätte seine Mutter mitbekommen und daraufhin hat er so Depressionen bekommen und versucht, sich das Leben zu nehmen und ist dann aus Deutschland abgehauen und hat seit 3 Jahren keinen richtigen Kontakt mehr mit seiner Mutter und er hat ja jetzt Angst, dass das wieder passiert und deswegen kann er keine Videoanrufe machen. Also der hat geschrieben, I don't do video calls und ich dachte mir nur so, aha, das ist doch schon mal ein Zeichen dafür, dass der doch fake ist, weil wenn du keine video calls machst, sorry, aber ich meine, ja klar, das ist vielleicht eine scheiß Erfahrung. Ich meine, das ist eher erfunden, aber Leute, die das wirklich mitmachen, tun mir natürlich leid, ne? Aber ich denke mir nur so, das ist doch was ganz anderes, wenn ich ihn anrufe und wir ganz normal miteinander reden und wir Klamotten anhaben. Weil ich meine, das ist genauso wie ich jetzt mit euch rede. Ich meine, ich sitze ja auch nicht hier halt nackt und veröffentliche das irgendwo. Ich meine, der würde ja dann Klamotten tragen und wir würden ja dann ganz normal Videocall machen. Aber nein, er macht keine Videocalls mehr, weil er ja Angst hat, dass er sich da irgendwie, dass es wieder im Internet landet und dass er dann wieder Depression bekommt, weil sich die Leute über ihn lustig machen. Blablabla, was weiß ich. Was für mich einfach eine dumme Ausrede und eine dumme Aussage ist, weil... Das kann ja nicht sein, ne? Ich meine, man will ja auch irgendwann mal einen Videocall machen und sich treffen und so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, er würde das aufgrund dessen nicht machen, keinen Videocall. Und da denke ich mir so, ja, ganz ehrlich, wenn du dein Gesicht nicht vor der Kamera zeigen willst, dann bist du doch eh fake, oder? Ich meine, wenn ich fake bin, dann mache ich das natürlich auch nicht. Dann sage ich auch, ich mache keinen Videocall, weil ich behaupte, meine Kamera ist kaputt, deswegen geht das nicht. Ja, ja, ich kenne sowas. Und ich habe ja auch schon, das ist auch gar nicht mal so lange her, habe ich auch einen Bericht über Scammer gesehen. Das lief nämlich im Fernsehen, glaube ich, eine halbe Stunde Reportage und so, voll krass. Deswegen, ich bin da schon gut informiert, was sowas angeht und ich bin mir auch ziemlich sicher. Also falls es doch nicht stimmt, es tut mir wirklich leid, ne, dass ich sowas behaupte, aber so, das sind wirklich so Sachen, die sind schon mittlerweile ziemlich auffällig, dass das ja wohl nicht, dass der es nicht ernst mit mir meinen kann. Naja, auf jeden Fall hat er mir dann irgendwann mal so ein Video geschickt, da mache ich jetzt auch mal einen Screenshot von. Da hat er mir ein Video geschickt und hätte ja behauptet, dass er ja irgendwie das Geld, was er da, dieses ganz viele Geld, was er da hätte, hätte er angeblich, seitdem er mit mir schreibt, hätte er dieses Geld da gemacht, keine Ahnung was. Das Komische ist, wir schreiben erst seit dem 1. November und dieses Video, habe ich gerade einen Screenshot von gemacht, das war am 27. Oktober, hat er das, also dieser Link, den er da, seht ihr gleich, das war vom 27. Oktober, also das war schon irgendwie, wie viele Tage hatten wir Oktober? 31? Das war schon 4 Tage, bevor wir geschrieben haben, hat er dieses Video gemacht und hat dann aber behauptet, dass wir das Geld, das er gemacht hätte, seitdem wir geschrieben haben, keine Ahnung, was weiß ich. Der will mich ja einfach nur verarschen, der will einfach nur, dass ich auf diesen Link klicke, um mein Geld zu kassieren. Ich habe nämlich behauptet, ich wäre Lehrer. Dann, ich weiß, es ist auch nicht so ehrlich, aber ich meine, ich werde ja auch von dem verarscht, von daher tue ich ihn ja auch nur ein bisschen dann mit verarschen. Ich weiß, das ist vielleicht auch gemein, aber das würde ich ja niemals mit ehrlichen Leuten machen, also keine Sorge, ich weiß ja, dass das hier alles eine Lüge ist. Auf jeden Fall kann es ja gar nicht so sein. Naja, auf jeden Fall, er hat mir immer so ganz, ganz komische Dinge geschrieben, keine Ahnung. Der hat mich auch, wollte ich mal so ein bisschen auch herausfinden, ob er sich das gemerkt hat, was er bei Tinder veröffentlicht hat, ob das auch wirklich mit dem übereinstimmt, was er mir schreibt, weil ganz viele Leute vergessen das ja, weil wenn man sich lügt, muss man sich seine Lügen merken, weil sonst widerspricht man sich und verstrickt sich dann immer wieder und dann fällt das ja auf, was man gelogen hat. Und dann habe ich ihn halt einfach geschrieben, weil er kommt ja aus England und Engländer können ja gut Englisch. Ich meine, das ist ja logisch, ne? Da kommt ja unser Englisch her. Ach, wirklich? Und dann habe ich ihn auf jeden Fall geschrieben, what's your sign? Also sign, okay, dann schrieb er mir sign. Fragezeichen. Und ich dann nur so, ja gut, sein. Da war vielleicht ein bisschen dumm von mir ausgedrückt, weil was ist sein? Sein ist Zeichen, ne? Ich meine, was ist dein Zeichen? Kann ja jedes Zeichen sein. Habe ich mir gedacht, okay, gut. Da habe ich geschrieben, star sign. Ja, Star sein, sagt ja alles. Und dann schrieb er, Star sein? I didn't get it. Haha, elaborate that. So. Dem sein Englisch ist übrigens gut, aber nicht gut genug für einen Engländer, by the way. Da komme ich aber auch gleich drauf. Und dann habe ich mir gedacht, hey, Star sein? Vielleicht habe ich auch einfach nur irgendeinen Scheiß geschrieben, was auch wirklich gar nicht sein kann. Und dann bin ich sogar auf Google Übersetzer gegangen. Nicht nur auf Google Übersetzer, sondern auf Google Bilder. Und habe nämlich da eingegeben, Sternzeichen. Und da steht Star sein. Sternzeichen, Star sein. So. Ich wollte wissen, was der für ein Sternzeichen ist. Und das hat er nicht verstanden. Das hat er nicht gecheckt. Und da denke ich mir so, oh mein Gott, du behauptest, du bist aus England. Aber verstehst nicht, was ich mit Star sein meine. Da habe ich nur so gedacht, okay, das ist schon wieder der nächste Hinweis, dass das ja einfach nur Verarschung ist und gelogen. Naja, gut, auf jeden Fall habe ich dann ihm auch geschrieben, I thought you were from England, why you don't understand? Und dann habe ich ihm einfach so Zeichen von Sternzeichen geschickt, weil ich das nicht wusste, wie ich das sonst erklären soll. Und dann hat er geschrieben, ich weiß es. Und das Witzige ist, er tut ja manchmal auch die Vergangenheit, Form mit Zukunft, also er tut manchmal die Form verwechseln.
aber das ist ja eigentlich eine Vergangenheitsform-Idee. Und das schreibt auch ganz viel für Sachen, die er jetzt tut. Ne? So Idee hinten dran auf jeden Fall. Ich hoffe, man sieht das hier. Der macht ganz viele Rechtschreibfehler und der tut auch ganz viel. Der tut halt auch einfach die ganze Zeitform im Englischen tut er total auseinanderwürfeln und klabaustern und verwechseln. Und das kann gar nicht sein, weil jemand, der aus England kommt, der da geboren ist und sein ganzes Leben lang da gewohnt hat, bis auf jetzt, der wäre ja vor einem halben Jahr, sei ja angeblich nach Deutschland gekommen, I don't know, oder vor 8 Monaten, glaube ich, hat er gesagt. Sorry, aber du verlernst ja dann kein Englisch sofort. Ich meine, auf jeden Fall, wie gesagt, das ist alles voller Rechtschreibfehler. Er tut die Zeitform, tut er total verwechseln. Er schreibt irgendwas, wo ich mir nur so denke, ja, dein Englisch ist gut, aber dein Englisch ist nicht gut genug, um aus England zu kommen, mein Lieber. Weil wenn ich ein Scammer wäre und Leute verarschen wollen würde, würde ich mit meinem Englisch, und ich würde nicht behaupten, mein Englisch ist schlecht, mein Englisch, genau, mein Englisch ist auch nicht das Beste, ich weiß, aber mein Englisch ist auch nicht das Schlechteste. Deswegen, ja, würde ich aber zum Beispiel, wenn ich Leute verarsche, niemals behaupten, dass ich aus England komme. Wisst ihr, was ich meine? Dann würde ich behaupten, ich komme aus sonst irgendeinem Land. Keine Ahnung, ist ja auch scheißegal, aber ich würde auf jeden Fall mit meinem Englisch würde ich nicht behaupten, ich komme aus England. Das wäre dumm. Da schneide ich mir ins eigene Fleisch, wenn die Leute dann merken, okay, oh mein Gott, das ist Google-Übersetzer Englisch oder der kann die Zeitform nicht. Kann ja nicht stimmen. Naja, auf jeden Fall hat er mir ganz, ganz oft dann geschrieben. Wir haben dann am Ende, aber schreiben mir auch nicht mehr so viel. Der schickt mir dann als irgendwelche Fotos von sich, keine Ahnung was. Und dann hat er mir auf jeden Fall, der schreibt mir auch die ganze Zeit hier nochmal. Ich glaube, der hat mir 3 oder 4 Mal, ich weiß nicht, ich finde es auf die Schnelle, glaube ich, auch gar nicht, werdet ihr dann sehen. Hat er mir auch schon die ganze Zeit geschrieben, so von wegen, ob ich mich jetzt schon angemeldet hätte, ob ich schon auf dem Link gewesen wäre, ob er mir helfen kann, all sowas. Also der nervt mich alles mit diesem Scheißlink, der fragt mich die ganze Zeit, und hast du dich schon registriert und warst du schon drauf und hast du schon Geld damit verdient? Ich denke mir so, Junge, ey, ganz ehrlich, du bist so, nur, dass ich da draufklicke, damit ich in deine scheiß Falle tappe. Aber nein, ich bin ja nicht dumm. Zumindest bin ich nicht so dumm. Ja. Und der hat mich, wie gesagt, der fragt mich die ganze Zeit, und hast du schon drauf, und hast du schon drauf, und hast du schon drauf, und ich gehe da halt auch einfach null ein. Also ich gehe da null drauf ein, weil ich will das halt auch einfach gar nicht. Und das Witzige ist, ich habe jetzt auch einfach geschrieben, ich habe jetzt mal Nägel mit Köpfen gemacht und ich habe jetzt mal geschrieben, dass wir uns, finde ich, mal treffen sollten, weil wir schreiben jetzt schon eine Weile, wir schreiben jetzt schon einen halben Monat und irgendwann, wenn man so toll mit jemandem schreibt, möchte man sich natürlich auch mit dem treffen. Also das ist eigentlich schon ernst gemeint, weil wenn ich mit jemandem viel schreibe, ich meine, er interessiert mich nicht, der nervt mich nur und ist auch gar nicht mein Typ, aber man möchte sich ja dann auch irgendwann treffen. Dann habe ich ihn halt mal gefragt, ja, hier du, ich finde, wir sollten uns mal treffen, wir schreiben ja schon so lange und ne, wie wär's denn mal, wie sieht's mal aus, wir sollten uns mal sehen, das ist doch viel besser, wenn man sich im wahren Leben unterhält. Auf jeden Fall hat er da anders reagiert, als ich es eigentlich gedacht hätte. Also ich habe halt eher erwartet, dass er da total abblockt und dass er da total, also dass er da null drauf eingeht, aber er hat mir dann komischerweise, unerwarteterweise hat er mir geschrieben, ja, wir können uns treffen und wir können uns auch da treffen, wo du magst und wie sieht es diesen Sonntag aus? Und ich dachte nur so, ach scheiße, ey, irgendwie, na, keine Ahnung, das ist doch ganz gemein, ich verarsche den voll. Und ich bin dafür, ich verteile ihm, nee, wie sagt man dann, ich füge ihm noch mehr Leid hinzu, als ihm schon passiert ist. Ja, von daher war ich da schon wieder so ein bisschen, oh mein Gott, aber ich denke mir nur so, nö, ich glaube ich trotzdem nicht. Also ich meine, ich mache mir jetzt selber keinen Vorwurf, falls es doch so sein sollte, dann tut es mir voll leid. Ich hoffe, ihr hasst mich nicht alle und normalerweise würde ich das niemals machen. Aber das widerspricht sich ja. Ich meine, ich habe es ja schon oft genug jetzt in diesem Video aufgezählt, dass sich das einfach so sehr widerspricht, die ganzen Sachen, dass es auch einfach nicht sein kann. Naja, da dieses Video jetzt schon wieder richtig Überlänge hat und ich hoffe, dass ich euch damit nicht gelangweilt habe, aber das hat jetzt halt nun mal so seine Zeit gebraucht, um euch ausreichend darüber zu informieren, werde ich jetzt an dieser Stelle hier aufhören. Ich bleibe weiterhin am Ball, falls noch einiges passieren sollte, werde ich euch auf jeden Fall darüber in Kenntnis setzen und werde eventuell vielleicht noch einen zweiten Teil darüber drehen. Ich weiß nicht, wie weit das hier noch so sein wird, wie lange wir noch chatten und mit dem Treffen und alles drum und dran, ne? Weil der wird mir irgendwann, wird er mir schon absagen und das wird passieren auf jeden Fall. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie das weitergeht, falls doch kein Video mehr zustande kommen sollte, weil es nicht mehr lange geht oder aus anderen Gründen. Hier ist mein Instagram. Da könnt ihr mir folgen und ich werde auf jeden Fall euch versuchen, dort up to date zu halten, damit ihr den ganzen Prozess weiterhin verfolgen könnt.
Was ich eigentlich auch noch dazu sagen wollte, ist, das ist halt auch voll witzig, dass er sich selber, das habe ich am Anfang voll vergessen zu sagen, dass er sich selber so als sexy darstellt und als so toll und was weiß ich, was man immer so sexy Fotos schickt und das ja selber schreibt. Und ich denke mir nur so, oh mein Gott, das ist eigentlich auch gar nicht mein Typ, weil ich stehe auf dicke, blonde Männer mit Bart. Und der ist gar nichts davon. Bart hat er ja, aber der hat dunkle Haare und ist muskulös und ich mag das nicht. Ich mag dicke Männer. Es tut mir voll leid, also das ist überhaupt nicht meins, dieses Muskulöse. Und keine Ahnung, das ist eh immer so ein Klischee. Diese Leute suchen sich dann immer Männer aus, die toll aussehen. Das wird irgendwie, keine Ahnung, irgendein Promi sein oder irgendein Model von was weiß ich woher. Keine Ahnung, da wird er die Bilder geklaut haben, was weiß ich was. Also das hat er sich schon irgendwo aus dem Internet oder von irgendeiner App oder sonst irgendwas, hat er sich das hergeholt, keine Ahnung. Aber er entspricht auf jeden Fall nicht dem Typ Mann, der mir gefällt. Und das ist halt auch einfach ein Klischee, weil die meisten Leute wollen halt einfach mit so Leuten schreiben, so wie er aussieht und nicht unbedingt mit dem Typ, den ich bevorzuge. Ist jetzt nicht böse gemeint, aber das Klischee ist ja ganz häufig so. So, habe ich noch irgendwas vergessen zu sagen? Ich hoffe nicht. Ich glaube, das war tatsächlich alles. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt, ordentlich meine Videos schaut und ich vielleicht am Ende des Jahres noch wenigstens ein paar Abonnenten dazu bekommen würde. Mich freuen, wenn ich auf die 30 kommen würde. Vielen Dank fürs Zusehen. Das waren so viele Informationen. Falls euch das noch interessiert, was genau ein Scammer ist, das habe ich jetzt in diesem Video nicht gesagt, aber das könnt ihr ja selber herausfinden. Ich werde versuchen, einen Link im Internet zu finden, in dem das erklärt ist, was ein Scammer ist. Vielleicht hilft euch das ein bisschen, wenn euch das interessiert. Ich werde das auf jeden Fall unten in die Infobox packen. Schaut rein. Dort wird es wahrscheinlich einen Link geben. Da könnt ihr nachlesen, was ein Scammer ist. Ich bedanke mich für eure Zeit. Zeit ist kostbar, deswegen gebt mir einen Daumen hoch und abonniert diesen Kanal. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Ciao.